11 Überflieger, 11 echte Sieger, darum geht's hierbei. Inazuma 11-2, Feuersturm. Hierbei Crush 40 Freak 89, was geht liebe Leute? Willkommen zu Let's Play Inazuma 11-2 Feuersturm. Eigentlich war Eissturm geplant, aber naja, sagen wir es mal so. Ich konnte es nicht für den Emulator vorbereiten. Genauer möchte ich mich dazu nicht äußern, ihr wisst auch warum. Geben wir erstmals jetzt einen Namen ein. Und, da wollte ich ja noch dazu was sagen. Ich weiß jetzt nicht mehr was. Egal. Ach ja, falls es auch mal... Ich nehme jetzt über einen anderen Emulator auf. Also ich spiele das jetzt über einen anderen Emulator, weil über den Nokesh GBA funktioniert leider dieses Game hier nicht. Ich sage es mal so, Crush 40... Freak. Und ich hoffe zu entschuldigen, falls es mal ein bisschen zu Lags kommt dazwischen. Weil dieser Emulator, der ist ein bisschen, naja, nicht ganz so gut, sag ich mal so. Ich hoffe also, dass ihr mir das verzeihen könnt. Und ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt auch gerade gut läuft. Ich habe mir bestmögliche Mühe gegeben. Und ihr dachtet wohl jetzt, dass das letzte Inazuma wäre? Nein, falsch gedacht. Ich möchte dann noch darauf hinweisen bei diesem Let's Play. Es wird ab jetzt jedes Wochenende von... Freitag bis Sonntag ein Part hochgeladen. Also bitte dann... Also bitte jetzt dann nicht wieder fragen, wann kommt der nächste Part oder... Wann kannst du nicht zwei Parts hochladen oder was auch immer. Sorry, aber zeitlich ist es da für mich ein bisschen zu begrenzt. Bitte, ich bitte da um Verständnis. Auf jeden Fall, liebe Inazuma-Fans, bekommt ihr endlich wieder etwas Inazuma 11 von mir. Aber ich hoffe auch ernsthaft, dass ihr auch alle anderen Let's Plays bei mir guckt. Ist natürlich jetzt kein Zwang, aber ich würde mich sehr darüber freuen, weil ich gebe mir wirklich Mühe und ich bin auch ein kleiner Inazuma-Fan. Aber jedenfalls bin ich jetzt endlich wieder in mein Element, weil bei Strikers, das ging es echt gar nicht. Dass jetzt auch noch Elemente aus der dritten Staffel und aus Inazuma 11 Go dabei waren. Da bin ich leider kein Experte. Ich bin nur bis zur zwei... Ich kenne mich nur... hauptsächlich bis zur zweiten Staffel aus. Die eigentlich hätte auch schon längst im Fernsehen sein sollen, aber stattdessen wiederholen sie das noch einmal. Die erste Staffel leider. Aber okay, was soll's. So, schwafel ich euch jetzt nicht länger voll, sondern beginnen wir gleich. Der Let's Play. Die Handlung dieses Spiels ist frei erfunden. Jene Ähnlichkeit zu real existierenden Personen, Ereignissen oder Organisationen ist rein zufällig. Okay. Die in diesem Spiel dargestellten Trainingsmethoden und Spezialtechniken sind frei erfunden. Bitte versucht nicht, sie nachzuahmen. Ja, das wissen wir eigentlich schon. So, jetzt kommt der Cutscene. Mark? Ja, bevor es hier weitergeht, möchte ich noch darauf aufmerksam machen, dass ich bei den Cutscenes und bei den synchronisierten Texten mich möglichst ruhig halten werde ab jetzt. Weil das war wirklich blöd bei meinem Sonic Generations Let's Play zum Beispiel, dass ich bei den Cutscenes immer so blöd reingeredet habe. Das mache ich ab jetzt nie wieder. Okay, weiter geht's. Mark, wach auf, du Schlafmütze. Heute ist doch wieder Training. Willst du etwa zu spät kommen? Ach, Mark, zum letzten Mal raus aus dem Bett. Los, du Faulpelz, du kannst doch nicht den ganzen Tag im Bett bleiben. Falls euch wer noch wegen den Texten hier wundert, es ist wenigstens doch halbleserlich. Ich hoffe, ihr könnt das alles lesen, weil das habe ich jetzt so machen müssen, weil ansonsten laggt der Emulator viel zu sehr. Also in dieser Einstellung, der funktioniert er hoffentlich am besten. Oh, lass mich in Ruhe, Mama. Ich lasse dich bestimmt nicht in Ruhe. Du hast sicher kaum geschlafen, weil du die ganze Nacht an das Training gedacht hast. Jetzt mach schon. Zieh dich an und komm runter zum Frühstück. Ich komme ja schon. Heute geht das Training los. Moment. Heute geht das Training los. Darauf habe ich so lange gewartet. Und raus aus den Federn. Schlafmütze. Und Blitzchecker. Na
Nachschlag bitte. Wie ist ein Goku bei Dragon Ball? Ziemlicher Vielfraß. Weißt du was? Ich habe von Opa geträumt. Er hat mir Ratschläge gegeben. Gib niemals auf, Mark. Wenn du es wirklich willst, dann kannst du alles erreichen. Und es gibt kein Spiel, das man nicht gewinnen könnte. Ach ja, mein Opa. Mark, rede nicht und beeil dich. Es ist Zeit. Deine Freunde finden es sicher nicht gut, wenn ihr siegreicher Captain zu spät kommt. Hä? Was? So spät schon? Schnell die Sachen packen und auf zum Flussufer. Mama, ich geh jetzt los. Ich werde dich stolz machen, Opa. Achtung, jetzt kommen wir. Meine Güte. Der Junge hat wirklich nichts außer Fußball im Kopf. Von wem er das wohl hat? Tja, das wissen wir alle. Von seinen Opa natürlich. So, willkommen im Wohngebiet. Und da kommt auch schon Nelly. Wow. Autsch. Entschuldige, Nelly. Geht es dir gut? Ja, ich bin okay. Und du? Ich bin okay. Oh, entschuldigt, jetzt habe ich zu schnell übersprungen. Verzeiht mir. Ich weiß, du bist aufgeregt, weil das Training wieder anfängt. Aber übertreib nicht gleich. Ach komm, es ist, als hätte ich seit Ewigkeiten nicht mehr mit dem Team trainiert. Aber du hast allein trainiert, stimmt's? Am Turm. Hm? Woher weißt du das? Egal, wahrscheinlich ist eh schon jeder am Flussufer. Gehen wir! Er hat sich überhaupt nicht verändert. Mark! Warte auf mich! Wer denkt da jetzt schon zweideutig? So, jetzt können wir uns endlich selber frei bewegen. Das Training beginnt. Geh jetzt zum Flussufer. Jetzt können wir natürlich mit den ganzen Leuten hier quatschen und ich hoffe, den Text kann ich lesen. Sollten wir nicht direkt zum Flussufer gehen, Mark? Ja, es geht so halbwegs, weil, naja, sonst würde der Emulator ein bisschen zu sehr laggen, wenn wir das umstellen. Ich habe das schon probiert und das geht wirklich gar nicht. Aber jetzt scheint es richtig zu funktionieren. Bei dem letzten Aufnahmeversuch sah das wirklich schlimm aus damals. Hallihallo, Mark, du bist da heute wieder ein echtes Energiebündel. Mach weiter so. Danke. Oh, den kennen wir auch aus dem ersten Teil. Andy, glaube ich, heißt der. Oh, hallo, Mark. In aller Frühe zum Training, was? So kenne ich dich. Nicht vergessen. Wenn du müde wirst, wähle im Menü Speichern aus. Es wäre doch schade, wenn du das Speichern vergisst und dein ganzer Trainingsfortschritt verloren ginge. Oh, eine Sache noch. Siehst du das leuchtende Ding dort drüben? Du kannst es nutzen, um deine Energie wieder aufzufrischen. Probier es nach einem anstrengenden Match mal aus. Du kannst deine Energie auch mit bestimmten Items wieder auffrischen. Du kannst dies und weitere Hinweise nochmal nachlesen, indem du per X-Knopf drückst und System und dann Hilfe auswählst. Ich würde dir gerne noch mehr erklären, aber ich gehe jetzt mal zum alten Mann da drüben. Aber geh jetzt doch mal zu dem alten Mann da drüben. Er hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Warum holst du denn nicht die Infos nicht aus erster Hand? Boah, das wird hart, das alles zu lesen. Aber hier sind die Texte komischerweise normal. Erholen. Speichern. Speichere das Spiel, um deinen Spielfortschritt zu sichern. Wähle das Speichermenü. Erholungspunkt. Nutze Erholungspunkte und Kraftpunkte KP und Technikpunkte TP aufzufrischen. Das verbraucht Elan-Punkte. Kennen wir auch noch. Items. Durch Items kannst du Kraftpunkte KP und Technikpunkte auffrischen. Bla 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 und so weiter und so fort. Hören wir uns das mal schnell vom Opa an. Guten Morgen, Mark. Du bist wohl in alle. Wenn schnell laufen möchtest, das Touchpen über den Touchscreen. Los, probier es mal aus. Das probiere ich mal gleich mit der Maus aus. Ihr seht sie jetzt gerade. Hört den Touchscreen über den Touchscreen. Natürlich kann man auch mit B-Knopf schneller laufen. Und jetzt noch schnell, hier, der Maus. Ja. In Ordnung, du kannst jetzt zurückkommen. Ich habe mich kein Stückchen von dir entfernt. Egal. Gut gemacht. Natürlich kannst du dich auch
Steuerkreuz bewegen. Schnell zu laufen, halte den B-Knopf gedrückt und drücke das Steuerkreuz in eine Richtung. Benutze einfach die Methode, die dir besser gefällt, junger Mann. Ja, diesem Spiel werdet ihr noch... Oh. Ach ja, warte kurz, sonst hätte ich was vergessen. Dein aktuelles Ziel ist auf der Karte auf dem oberen Bildschirm markiert. Schau doch mal auf den oberen Bildschirm. Eigentlich ist er hier. Siehst du die blinkende Textbox? Dort steht, was als nächstes tun muss. Da steht, was du als nächstes tun sollst. Außerdem zeige ich dir den Pfeil auf der Karte, welche Richtung du gehen sollst. Und eine Flagge markiert dein Ziel. Das alles hilft dir, zu spät zu kommen, dich nicht zu verlaufen. Okay. Boah, das wird aber trotzdem hart, die ganzen Texte jetzt zu lesen. Ich probiere es bei der nächsten Aufnahme noch einmal mit der anderen Einstellung, ob es dann lagfrei laufen kann. Ah, jemand hat meine Sandbank ruiniert! Oje. Ah, ja, ich merke schon, es fängt schon wieder an. Uff, hoppla, ich habe das Sandbank von Bio kaputt gemacht, trappelt. Ach, der Köter war es da. Ja, er merkt schon. Ich glaube, da ist auch mein Screen Capture Programm daran schuld, weil es verbraucht ein bisschen Leistung. Ja, ich glaube, das ist Camtasia, was da gerade jetzt... Nein, es laggt es tatsächlich. Oh, ich hasse das. Ich verstehe, Margaret. Also, ein Einfamilienhaus mit seinen Eltern hat keine Geschwister. Ich schreibe eine Biografie über Mark in der Schülerzeitung. Damit werde ich bestimmt viele Preise abräumen, ganz bestimmt. Tja, wenn du dir da so sicher bist. Bitte entschuldige dieses Laggen, weil... Ach. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt noch regeln soll. Ich habe schon alles versucht, aber irgendwie kriege ich das nicht besser hin. Meine Mama hat entschieden, dass ich mit Fußball anfangen soll, um so zu werden wie du. Ich bin aber leider völlig unsportlich. Tja, mit etwas Training kann das auch funktionieren. Wow, hier lebt also der Kapitän des Reimer-Teams. Sie haben die Football von dir gewonnen. Hast du das mitbekommen? Das ist das langweiligste Date aller Zeiten. Mit dem ich doch klar zu dem Haus von irgendeinem Typen, den keiner kennt. Wollte gerade sagen, ich will jetzt gerade irgendwas sagen, aber... Boah, wie das Laggen nervt. Ich hoffe, das wird bald irgendwann aufhören, aber ich glaube, nur mit diesem Emulator geht's nicht besser. Dein Opa wäre stolz auf dich, Mark. Wenn er doch bei uns wäre, dann würde er sich bestimmt... Der würde dich bestimmt anfeuern. Weiter so. Ja, danke. Der kleine Mark, wie läuft's beim Fußball? Ja, ganz gut. Ja, ich wünschte, dass das beim Emulator auch besser laufen würde, aber ich habe schon alle Einstellungen ausprobiert und nichts hilft. Ich weiß auch nicht, was ich da tun sollte. Ich meine, ohne Camtasia wird es wahrscheinlich die ganze Zeit über flüssig laufen, aber hier... Schlimm, schlimm, einfach nur schlimm. Mit Camtasia wird... ist es... Ich weiß auch nicht, was da ist. Und schon wieder. Seht ihr das? Das geht echt auf die Nerven. Ein B erhalten. Hä? Also den frischen Flusslauf durch den... ich komme jeden Morgen hier auf meiner Lunge ein wenig davor zu können. Tja, nein, zur Hauptkarte wollen wir nicht. Wir müssen ja Richtung Flussufer. Quatschen wir noch ein bisschen mit den Leuten hier. Glückwunsch zum Sieg, Raymond 11. Danke. Da gibt's noch eine Truhe. Noch ein Fragezeichen erhalten. Ja, die Items sind aber noch unbekannt, da wir noch keine Spiele hatten. Maria, hättest du vielleicht Lust, mit mir die jetzt Ruderboot zu fahren? Mit mir, wenn du, ich wollte nur... Och, da ist aber jemand ganz schön nervös. Keine Sorge, das wird schon noch. Oh, Starley, es wäre meine Ehre. Siehst du, sie mag dich doch, kein Grund, nervös zu sein. Aber mich macht dieses Laggen hier nervös. Ich hoffe, dass das nicht so negativ auf den Spielfluss einwirkt. Ohne Fleiß kein Preis, Schatzi. Hopp, hopp. Der Gatte hat vor letzter Zeit ein paar Pizzas zu viel verdrückt. Ich helfe ihm, die Kilos wegzutrainieren. 2, hopp, hopp. 3, 4, hopp, hopp. Ja, das sieht man gerade, wie der sich bewegt. Hust, Räusper, okay. Was ist denn das für ein leuchtendes Ding? Tja, das hier ist ein Holungspunkt. Das kennen wir natürlich alle. Mark, bist du auf deinem Weg, mit deinen Freunden zu trainieren? Viel Spaß wünsche ich dir. Dankeschön. Tja, mal sehen. Okay, jetzt sind wir jetzt... Ich glaube, hier gibt es eigentlich so gut wie gar nichts mehr zu tun. Ne?
einer Oma. Sie ist einfach so im Sitz stehen eingeschlafen. Mahlzeit. Okay, gibt's hier eigentlich noch irgendwo... Ey, ich wollte nicht zurück. Gibt's eigentlich noch irgendwas Sehenswertes zu entdecken hier? Das Finale der Football von Tier war so spannend. Nach dieser Leistung werde ich ein lebenslanger Fan von euch sein. Danke. Okay, ob es hier noch irgendwas zu finden gibt, bevor wir jetzt mit der Mannschaft quatschen und bevor das Laggen auch aufhört. Ich weiß eigentlich nicht, was das sein soll. Na, okay, jetzt können wir die Truhe berühren und wir haben ein erhalten. Keine Ahnung, was das sein soll. Und was ist das? Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt beim DS-Game auch noch so hat. Also als ich zuletzt noch Inazuma Eleven 2 gezockt habe, ob das auch noch der Fall war. Das kenne ich leider nicht mehr so gut auswendig, weil das Spiel ist zwar nicht blind, aber... naja. Wir werden sehen, wie sich das noch auswirken wird. Okay, quatschen wir jetzt erstmal mit der Mannschaft. Hallo. Mark, du bist zu spät. Ja, wir haben auf dich gewartet. Ich versuche jetzt irgendwie die Stimmen aus der Serie zu imitieren. Hallo zusammen, lange nicht gesehen. Entschuldigt, dass ich zu spät bin. Ich kann es gar nicht glauben, dass seit der Football von dir nur eine Woche vergangen ist. Ich weiß, es fühlt sich schon viel länger an. Ich wette, du hast in deiner Freizeit trainiert, was? Klar habe ich das. Ich bin jetzt sogar noch schneller als du, Nathan. Haha, das werden wir ja sehen. Ich habe nämlich auch jeden Tag trainiert. Ich auch. Scheint so, als hätten wir das alle gemacht. Ich habe mich auf Muskeltraining konzentriert. Moment, der Magen ist doch ein Muskel, oder? Tja. Nur damit ich jetzt nichts Falsches sage. Ich glaube, dass der Magen schon so eine Art Muskel darstellen soll, weil der Herz, das Herz zum Beispiel ist auch ein Muskel. Aber, naja, ich glaube, ich erzähle jetzt völligen Blödsinn. Aber sagen wir es mal so, den Magen zu trainieren ist wahrscheinlich nicht wirklich als etwas, was man als Muskeltraining bezeichnen kann. Da gucken sie schon alle. Einen Moment, wo ist Axel? Er macht er noch. Er möchte noch seine kleine Schwester im Krankenhaus besuchen, bevor er hierher kommt. Anscheinend hat er Julia jeden Tag besucht, seit die Football Frontier vorbei ist. Er ist total hingebungsvoll, was seine Schwester angeht. Ich verstehe. Oh, ich glaube, Bobby und Eric sind zu Kirkwood gegangen, um einen alten Freund zu treffen. Ja, irgendwas mit Malcolm oder so. Ein Junge, den sie noch aus Amerika kennen. Also gut, lass uns hart trainieren, um ihn einen gebührenden Empfang zu bereiten. Der gute alte Mark. Wisst ihr, ich habe mich schon das intensive Training gewöhnt, dass es mich nur irgendwie entspannt. Ich weiß, was du meinst. Die Football von dir war sehr hart. Ziemlich hart. Es kommt mir so vor, als wäre es vor 10 Minuten gewesen. Endlich die Football von dir gewonnen. Ja, jetzt kommt mal eine Rückblende, als sie gerade die Football von dir gewonnen haben. Eine Woche zuvor, direkt nach der Football von... nach dem... Football Frontier Finale. Ja, da sind sie alle mit dem Pokal. Wir sind das beste Team des Landes! Ich bin so glücklich, ich glaube, ich träume. Hör auf zu heulen, Warside! Das ist kein Traum, das ist Wirklichkeit! Hey Mark, können wir den Call auch einmal halten? Na klar! Das ist so cool! Spürt das Gewicht des Sieges. Lass ihn bloß nicht runterfallen! Ich weiß, ich bin noch nicht da! Komm her, du! Entschuldige, Kevin! Hey, bleib sofort stehen! Auweia. Gut gemacht, großer Bruder! Danke, Celia. Wir waren 7 Spieler, als wir angefangen haben. Wer hätte gedacht, dass die Football Frontier gewinnen?
Ja, vor allem in Anbetracht der Leute, die uns permanent erzählt haben, dass der Club aufgelöst wird. Ich schwöre dir, dass ich keine Ahnung habe, wovon du sprichst. Ja, klar. Rayman 11, lasst uns weiter Fußball spielen! Ja! Ja. Okay. Und das hier ist noch der Turm. Den kennen wir natürlich auch noch. Tja, da kommt unser Axel. Ich dachte mir, dass ich dich hier finde. Axel! Wie ich sehe, hast du schon mit dem Training begonnen. Wir haben nicht mehr zusammen trainiert, seit wir gewonnen haben. Die ganzen Interviews, Fototermine und all das. Ich möchte wieder anfangen zu spielen. Ich kann gar nicht mehr stillhalten. Das wundert mich bei dir nicht, Mark. Hör mal, Axel, ich wollte mich bei dir bedanken. Nur wegen dir konnten wir dieses Turnier gewinnen. Eigentlich bin ich derjenige, der sich bei euch bedanken muss. Du und die anderen habt mir gezeigt, dass ich mit dem Fußball nicht aufhören sollte. Oh, Wie auch immer, war der Triumphzug nicht klasse? Die ganze Stadt jubelte uns zu und feierte die Wiederauferstehung der Inazuma Eleven. Das hat sich etwas komisch angefühlt. Ja, wir haben immer noch viel Arbeit vor uns, um wirklich so gut zu werden wie die Veteranen. Yep. Dann lasst uns als eigene Kraft Legenden werden. Den nächsten legendären Inazuma Eleven. Wir können das schaffen, wenn wir uns nicht gegenseitig unterstützen. Mark, du hast recht. Das schaffen wir. Opa! Wir haben uns angestrengt und es geschafft, die beste Mannschaft des Landes zu werden. Nicht schlecht, was? Unser beider Träume sind wahr geworden. Aber laut Trainer Hillman gibt es Teams, die viel besser als wir sind. Auf diese Teams werde ich mich konzentrieren. Alles klar. Hey, ich sehe gerade, dass Silvia und Celia nicht hier sind. Celia hat gesagt, dass sie schon einmal ins Clubhaus gehen wollte, um dort aufzuräumen. Jetzt muss ich irgendwie seine Stimme besser interpretieren, weil ich glaube, bei Aaron's Side klingt das eher so. Hey, guck mal da! Ah, da kommt sie ja schon. In Inazuma Eleven 2 Eissturm, begegnet eigentlich Mark zuerst Sylvia. Und dann kommt erst später Nelly hinzu. Entschuldigt, dass ich zu spät bin. Ich habe Reisbällchen gemacht und dabei völlig die Zeit vergessen. Oh, guten Morgen, Sylvia. Bevor ihr anfangt, solltet euch sagen, dass es nicht am ersten Trainingstag gleich wieder übertreiben solltet. Es ist wohl zwecklos, euch davon zu überzeugen, dass euch am Anfang noch schonen solltet, oder? Das ist wirklich zwecklos. Wir müssen vom ersten Tag an alles geben. Ich kann es kaum erwarten, endlich zu erfahren, gegen wen wir als nächstes spielen. Oh, Mark, du wirst dich nie ändern. Du meinst, er wird nie erwachsen. Alles klar, Team. Lass uns weiterhin feiern und eine überragende Mannschaft werden. Doch plötzlich... Moment, hört ihr das auch? Ja, was ist das? Oh, seht mal da oben! Ein Meteor? Was zum... Jetzt kommt Willy. Wie ging seine Stimme nochmal gleich? Ist das eine Sternschnuppe? Zu dieser Tageszeit? Auf keinen Fall! Ja, und das ist viel zu dunkel für eine Sternschnuppe. Sekunde, bin ich mir das ein oder kommt das Ding näher? Was? Es kommt genau auf uns zu. Bumm. Was war das? Was ist passiert? Die Richtung, die es gefallen ist, war... Oh nein, die Rayman Junior High! Was hast du gerade gesagt? Celia ist in der Schule! Wirklich? Celia!
Mark, wir müssen da sofort hin! Ja, los, Beeilung! Oh, 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 was da wohl passiert ist. Zur gleichen Zeit im Krankenhaus neben der Raymond Junior High. Da kommt jetzt auch wieder eine Katze hin und da bin ich wieder still. Die sind für dich, Julia. Sie ist endlich aus dem Koma erwacht, wie schön. Julia, ich bin's, Axel. Kannst du mich hören? Ich hab's geschafft. Julia, wir haben gewonnen. Wir sind das beste Team des Landes. Ich weiß, ich konnte deine Stimme hören. Wirklich? Du warst immer für mich da, Axel. Vielen Dank, Bruderherz. Das ist unglaublich! Was um alles in der Welt? Deine Schwester scheint wieder ganz gesund. Das kommt einem Wunder gleich. Also, wird Julia? Sie scheint auf dem besten Weg zur vollen Genesung zu sein. Mach dir keine Sorgen mehr. Oh, danke. Vielen Dank, Doktor. Julia, ich bin so erleichtert. Doch plötzlich... Was war das? Julia, geht's dir gut? Was war das für ein Geräusch? Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre. Wer ist dieser seltsame Typ? Ihr wisst es alle. Was war das denn? Gehe zu Raymond Junior High. Ja, jetzt können wir uns alle... frei bewegen. Wir sind jetzt zu viert. Ach so, ich glaube mit X. Ja, mit X öffnen das Menü. Also zumindest jetzt bei meinem Xbox-Controller. Und wir haben schon unsere Spieler alle aufgestellt. Mark Evans mit seinen Techniken Himmelshand und magische Hand. Sharp mit seinen Techniken Illusionsball, Kombischuss und Blitzausbruch. Nathan mit seiner Orkangrätsche. Kevin mit seinem Dragon Ball. Jack mit seiner Mauer. Jim Rafe mit seinem Spulendreher. Ironside, der im Augenblick noch keine Techniken hat. Steve Grimm mit seinen Zickzack-Funken. Timmy, seinen Drachenwirbel. Sam, seinen Granatenschuss. Max und seinen Blitzstibitzer. Und auch Willy. Ja, ich sehe das im ersten Teil. Da hatte man bisher nur Schusstechniken. Aber in diesem Teil gibt es jetzt zum Beispiel Fähigkeiten zusätzliche, die... Wie soll ich das jetzt interpretieren am besten? Die gleich von Anfang an... die gleich mitten beim Spiel aktiv sind. Je nach Situation. Wie zum Beispiel die Fähigkeit Pechvogel. Bei Zweikämpfen, da steigt die Chance, dass es Fee schlägt. Das ist leider... das macht leider die Fähigkeit Pechvogel. So ein Pech aber auch. Und ich schätze mal, Willy ist sowieso der Lappen im Team. Die besseren... Wahl hätte man bei den anderen. Ich meine, Ironside hat zwar recht schlechte Werte, aber gehört trotzdem zu den besseren Spielern, komischerweise, weil immerhin hat er es auch geschafft, zu Inazuma Japan zu kommen. Da fragt man sich doch warum, weil Jimmy müsste eigentlich der bessere Verteidiger sein. Keine Ahnung. Egal. Jedenfalls sollten wir uns jetzt lieber aufmachen zu Raymond Junior High und sehen, was da passiert. Ja, zur Hauptkarte. Ach, dieses Laggen. Das gefällt mir echt gar nicht. Ich hoffe, dass das bald aufhören wird, beziehungsweise ob ich da irgendwas daran ändern kann. Ich werde nochmal vor der nächsten Aufnahme die nächsten noch ein paar Anstellungen durchsuchen. Okay, machen wir uns erstmal auf zu Raymond Junior High.
Und da ist Celia. Wir haben ein Problem! Celia, was ist los? Sieh doch! Um Gottes Willen. Oh nein! Die Raimon Junior High wurde völlig zerstört. Was für ein Chaos. Was ist denn hier passiert? In Ruine. Wer waren diese Typen? Haben sie das angestellt? Das werden wir jetzt herausfinden. Wer um alles in der Welt ist das? Wartet! Hä? Was soll das? Lasst uns durch! Bob? Bist du das? Kennst du ihn, Nathan? Ja, wir waren zusammen im Leichtathletikclub. Was ist denn los? Irgendwas stimmt hier nicht. Sie benehmen sich seltsam. Es wirkt fast, als ob sie von jemand anderem gesteuert würden. Wir haben euch schon erwartet, Fußballclub der Raimon Junior High. Was? Unsere Gebieter müssen sich nicht um euch mit euch abgeben. Mit euch armseligen Stümpern wären wir alleine fertig. Ja, jetzt kommen wir zum ersten Spiel. Die Steuerung. Bewege den Spieler, indem du den Touchpin über den Touchscreen führst. Verwende steuerkurze Knöpfe, um den Bildausschnitt zu verschieben. Das machen wir natürlich nicht. Jetzt werdet ihr wieder die Maus sehen. Berühre den Touchscreen an der Stelle, wo du hinschießen möchtest. Genau, das kennen wir ja schon. Clevere Laufwege und saubere Pässe führen zum Erfolg. Natürlich wird das jetzt wieder eine Ungewöhnung sein, weil ich ja schließlich jetzt mit der Maus alles steuere. Aber ich denke, das kriege ich auch so hin. Okay, gegen Docker, Stoker, Tappen und Jamin. Und los! Vielleicht sollte ich erstmals noch ein bisschen zur Seite schieben, aber nicht zu nah am Ball, sonst gilt das nicht. So, als erstes sollte ich mal zu Nathan. Immer gezielt passen, das ist jetzt ein bisschen schwierig hier. Und jetzt Fußballkurs Aktion wählen. Wähle eine Aktion, wenn du auf einen Gegner triffst. Oder schießen. Berühre das Tor, um zu schießen. Solange du keine Aktion gewählt hast, kannst du die Richtung des Schusses ändern. Ich glaube, da habe ich jetzt irgendwas überschnitten, aber ich glaube, ihr konntet das auch lesen. Die richtige Taktik. Lege die Laufwege des Spielers fest, bevor Aktion auswählst. So, und jetzt kann ich einen Direktschuss. Und ich setze gleich einen Volley ein. Natürlich volle Schussstärke. Und los! Bam! Direkt rein ins Tor. Kann er es schaffen? Yeah! Leider ein bisschen laggig, aber trotzdem geht er rein. Oh, ey, entschuldige, dass es jetzt gerade so beschissen aussieht. Aber vorwärts, Raimon, er sagt es. Gewonnen! Und wir bekommen unser erstes Level Up! Zumindest die meisten. Und irgendwelche Fragezeichen-Items. Wie können sie uns zu einer Spielherausforderung? Die sind doch gar kein richtiges Team! Was ist mit dir passiert? Bob, erkennst du mich nicht? Wir sind Freunde! Freunde? Dass ich nicht lache! Bald werden wir so mächtig sein, dass wir Würmer wie euch. Was ist los? Hey, wartet! Was geht vor sich? Ich hoffe, euch hat unser Empfang gefallen. Es ist ja so einfach, die Gedanken der Schwachen zu kontrollieren. Was meinst du mit kontrollieren? Was habt ihr mit ihnen gemacht? Wer seid ihr? Antwortet! Wir haben keine Zeit, uns mit euch euresgleichen zu unterhalten. Außerdem habt ihr sowieso keine Chance gegen uns. Wartet! Hey! Sie sind verschwunden! Wow, habt ihr das auch gesehen? Oder spielen wir meine Augen wieder einen Streich? Sieh mal da, Mark! Sind das nicht die Veteranen? Herr Swit!
Sie sehen aus, als wären Sie verletzt. Geht es Ihnen gut? Hi Island! Herr Bilder, geht es Ihnen beiden gut? Wenn selbst die Athena Summer Levens schlecht dastehen, dann muss die Lage ziemlich ernst sein. Was habe ich getan? Ich habe es zugelassen, dass Sie... Borg, es tut mir leid. Wir haben es nicht geschafft. Wir konnten die Schule nicht retten. Die Schule retten? Aber vor wem denn? Was ist passiert? Herr Firewall! Firewall! Falls es jetzt Firewall heißt. Geht es Ihnen gut? Ja, Firewall. Aliens! Was sagen Sie da? Aliens? Ja, Aliens! Wir wurden von Aliens angegriffen! Aus dem Weltraum! Oi, oi, oi. Was geht hier vor sich? Wir sind viele Lichtjahre gereist von einem fernen Planeten namens Aelius. Wir haben eine besondere Methode ausgewählt, um den Völkern eures Planeten unsere Macht zu demonstrieren. Diese Methode ist... Fußball. Oh... Auf eurem Planeten wird auf dem Fußballplatz entschieden, wer der Stärkste ist. Erdlinge, sagt euren Fußballspielern, dass sie uns beim Fußball schlagen müssen. Oder wir werden alles Leben auf eurem Planeten auslöschen. Oh, unerhört! Was denkt ihr, wer ihr seid? Ihr wollt wissen, wer wir sind? Nun gut, dann nennt uns bei unserem Namen. Wir sind... Die Aelius Academy. Oh, was? Jetzt kennt ihr die ganze Geschichte. Ich kann es nicht glauben. Also gibt es Aliens wirklich? Ich wusste es. Oh nein, wie schrecklich furchtbar ihr Tag ist. Ich glaube, ich muss dringend aufs Klo. Ach, der wieder mit seinen Ausrede. Wissen Sie, wo mein Vater ist? Ach ja, richtig. Er wartet euch alle an einem geheimen Ort. Kommt mit mir mit. Tja. Oh nein! Der Eingang, zumindest um das Zentrum, ist verschüttet. Sie wollen uns doch nicht erklären, dass der Geschäftsführer da drin ist. Nein! Captain. Ach Mensch, es hat keinen Zweck. Es gibt nicht nach. Dies ist die einzige Möglichkeit, uns zu gelangen. Was sollen wir noch tun? Hey Mark, sieh mal, was die Aliens mit unserer Schule angerichtet haben. Wenn sie so viel zertrümmert haben, dann finden wir vielleicht irgendein Loch, durch das wir ins Trainingszentrum gelangen können. Aber natürlich! Die Schüler wurden in... Das Teil des Geländes in der Nähe des Clubhauses zusammengerufen. Man sollte sich dort mal umhören. Vielleicht weiß er einer der Schule etwas. Alles klar, gute Idee, Herr Rektor. Hey, alle zusammen, lasst uns losgehen. Verwartet, das... Nicht all... ich wollte sagen, dass wohl besser mit euch mitkommen sollte. Was? Ja, da haben Sie natürlich recht. Herr Firewall, Sie wollen... Sie wollen sich doch nicht etwa davonstellen, um sich im Trainingszentrum zu verstecken, oder? Was willst du damit sagen? Ich möchte lediglich sicherstellen, dass es dem Geschäftsführer gut geht. Ja, ist schon klar. Wir glauben Ihnen ja, Herr Rektor. Captain, wir sollten uns auf den Weg machen.
Hoffentlich wird das Clubhaus nicht komplett zerstört. Wir können nur hoffen. Papa! So, jetzt wird es Zeit, die Gegend im Westen zu untersuchen. Aber seht ihr die Zerstörung? Wie es dort weitergehen wird, erfahren wir im nächsten Part. Also, Daumen hoch, wenn euch dieser Part gefallen hat. Auch wenn es jetzt ein bisschen gelaggt hat. Ich werde jetzt davor noch, es war jetzt nur sozusagen ein Testpart. Ich werde dazwischen jetzt noch einmal überprüfen, ob ich irgendetwas finden kann, womit es sowohl mit Camtasia als auch mit dem Emulator perfekt funktioniert. Weil mein Laptop müsste eigentlich stark genug für so etwas sein. Also ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei bei Inazuma Eleven 2 Feuersturm. Seid gespannt, schaltet wieder ein. Euer Crush 40Freak89. Ich bedanke mich fürs Gucken und sage hier mit voller Stolz auf Wiedersehen und tschüss, Leute! Now you know.